Ja, hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play for Charity. Mein Name ist Smiegel und wir spielen hier, ja, ich stehe nur rum eigentlich, aber ja, wir spielen Guild Wars und wir spielen Guild Wars 2 und hier sind ganz viele so komische Menschen, ähnliche Erdelementarwesen, die man natürlich jetzt erstmal, die können wir ja natürlich erstmal, ne? Und das machen wir natürlich. So, legen wir erstmal den hier um. So, damit wir hier auch ein bisschen Punkte zusammenkriegen, können wir den looten. Nein, wir können hier nichts looten. Also, wir haben hier oben unsere Aufgabe. Und zwar lernt, wie man ausweicht. Ich weiß natürlich jetzt gar nicht mehr dieses Mal. Also, wir sind ja nun schon ein bisschen raus aus allem. Wie man ausweicht, habe ich keine Ahnung mehr. Deswegen weichen wir einfach nicht aus und schießen uns jetzt hier mal durch die Landschaft. Und guck mal, dass wir die nächste, das nächste Level hier unten, sieht man es ja, ne, erreichen. Und ansonsten wollen wir uns jetzt mal mit den Kleinigkeiten hier am Rande nicht. Da hilft Bäuerin Eda in ihrem Obstgarten. So, Bäuerin Eda wäre wo auch immer abgeschlossen. Wo haben wir denn hier Frau Eda? Ah, da. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung, würde ich sagen. Wir gucken aber erstmal, was das hier, was ist denn das? Abstuhl frei in der Chronikfenster schließen. Und dieses Belohnung nehmen wir mal an, ne? Wo immer die auch hingehen, wahrscheinlich hier in die Tasche. Was haben wir denn gekriegt hier? Beutel mit Glück zum Öffnen. Hallo? Doppelklicken? Haben wir gemacht. Achso, so ein Buff oder was? Nö. Gut. Vier Plätze, Account gebunden, ist ein Lederbeutel. Was haben wir denn hier? Mächtige, erforderliche Stufe 2. Was sind wir überhaupt? Stufe 1 wahrscheinlich. gut. Was auch immer das Zeug hier soll. Ich habe keinen Plan. So, Tasche. Anfänger Rucksack und hier drin haben wir einen Lederbeutel mit 4 Plätzen und das hier ist gemeinsame Doppelklick für weiteren, ach nee, die wollen wir nicht. Gut, wir müssten also in die Richtung oder was, genau, da hinten werden wir die junge Dame finden. Wir gehen jetzt hier mal durch und auf dem Weg knallen wir so ziemlich alles ab, was wir hier kriegen können. Der macht Terz beim Sterben. Naja, gut. Kann man mal machen. So. Flachlandwurm. Machen wir natürlich auch alle. Haben wir schon gekillt, einige davon. So. Gut. Looten ist nichts. Wir gucken mal. Hier ist die Ische vielleicht da oben oder was? Wir gucken mal, was wir hier. Wir gucken einfach mal. So, grundsätzlich gilt hier bei diesem Kanal, wenn ihr nicht nur Videos gucken wollt, also unsere Let's Plays hier von mir und meinen Kollegen und einer sehr netten Kollegin, wenn ihr nicht nur gucken wollt, sondern auch uns dabei behilflich sein wollt, Gutes zu tun, ja, dann bitte deaktiviert euren Adblocker. Grundsätzlich auf dieser Seite kann man ja oben einstellen dann beim Adblocker. Davon möchte ich lieber nicht kosten. Okay. Wir sollten mit ihr vielleicht mal quatschen. Oder haben wir... voranzukommen heute, aber wir versuchen es. Okay. Also, befreit die den Obstgarten für Bäuerin Eda von Spinnen. Okay, das werden wir jetzt machen. Wir gucken mal, wo wir Spinnen finden. Also, da sind Spinneneier wahrscheinlich schon mal. Können wir den irgendwie... Moment. Okay. Spinneneier, Spinneneiersack. Irgendwie ein komisches Wort. So, da ist er. Gut, die killen wir jetzt mal. Und guck mal, ob die uns was droppt. Nein, tut sie nicht. Gut, hier sind überall Spinnen, glaube ich. Hier ist eine tote Spinne. Da ist so ein Eiersack hier wieder. So, und ab dafür.
Ja, also ihr könnt, wie gesagt, wer dieses Projekt hier noch nicht kennt, also alle Let's Plays, die ihr auf unserem Kanal hier sehen könnt, ja, haben den Sinn und Zweck, Geld einzusammeln, also Geld zu generieren in rauen Massen am besten. Also je öfter ihr das Video klickt und je öfter ihr auch die Werbung angeschaltet lasst, ja, desto mehr Geld kommt rein, ja. Und je mehr Geld reinkommt, desto mehr können wir von diesem Geld natürlich spenden. Also wir werden wirklich hier komplett alles weitergeben an gute Zwecke, sodass ihr nochmal Gutes tut, indem ihr ja nichts tut. Also eigentlich fast nichts, sagen wir mal. Ne? Also ihr guckt ein bisschen paar Videos und ja, lasst es euch gut gehen. Ein paar Chips dabei, Fläschchen Bier oder Cola oder wie auch immer, je nach Alter. Und dann geht's euch eigentlich schon gut und ihr, wie gesagt, helft uns dabei, ja, irgendwelchen Leuten, ja, irgendwie ein bisschen in ihrem Leben weiterzuhelfen. Also Kindern, Erwachsenen, Menschen, die in Not sind, denen wollen wir helfen und es hört sich vielleicht kitschig an, aber ja, es ist so. Ja, hört sich komisch an, ist aber so. So, was haben wir da? Schwarzlöwentröhe. Verbrauchsgegenstand. Haben wir die Doppelklicken oder was machen wir damit? Vorschau? Verwenden? Vorschau? Frühjahrs Schwarzlöwentröhe. Was sollen wir damit machen? Verwenden? Nein. Also, enthält bis zu 4 Gegenstände, darunter einen festlichen, einen praktischen und einen, der euren Fortschritt fördert. Kann exklusive Skins enthalten, die es nirgendwo anders gibt. Vorschau verfügbar. Verwenden Vorschau. Ja gut. Wir machen mal hier erst hier eben kurz Kleinholz aus diesen Viechern und dann gucken wir uns gleich die Truhe nochmal an. Ach so, öffnen. Wir brauchen Schlüssel. Gut, Schlüssel haben wir noch nicht. Also, so. Wir machen hier mal eben den Fight klar. So, wir müssen allerdings noch ein paar andere Sachen uns besorgen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Spinnen, ne? Oder? Haben wir schon. So, wir sind dran beteiligt gewesen an dem Kill. Das ist gut. Okay, dann gehen wir mal zurück und sagen der Frau Bescheid. Wir haben hier einmal dieses, einmal jenes. Annehmen. Wir nehmen auf jeden Fall an. Neue Quest, die alte. Belohnung machen wir. Okay, gut. Mal gucken, was wir hier. Ach so, wir können mit ihr quatschen. Kuchen. Also, gefällt euch mein Obstgarten? Ich höre, die bringen Feldfrüchte zum Wachsen. Gefällt euch mein Obstgarten? Aus dem hier geernteten Äpfel kann man leckere Kuchen machen. Mein Gatte hat immer das Ernten der Äpfel übernommen, bevor er von uns ging. Oh, ist natürlich Kuchen. Ich mag Kuchen, kann ich was davon haben? Lecker Kuchen. Kuchen? Kaufen? Nee, Kuchen wollen wir nicht kaufen. Wir kaufen keinen Kuchen. Nein, das tun wir nicht. Ich wette mal, ein großer Garten passiert. Er wollte eine Lieferung Äpfel. Legen ihre Eier gern in die Kerne. Ja, davon möchte ich lieber nicht kosten. Dann griffen die Zentauren an. Jetzt haben wir hier eine Küche-Erinnerung. Okay, gut. Mit dieser sind wir, glaube ich, durch soweit und haben keine. Haben wir noch eine Quest? Nein, ich glaube nicht, ne? Bewachen bei Fuß dieser Platz mein Ziel. Tiergefährten wegschicken. Nein, wollen wir nicht.
Wir haben hier die Quest erfüllt. Jetzt könnten wir mal kurz... Moment. M-Karte. Wo müssen wir jetzt hin? Da sind noch... Was ist das? Unentdecktes Panorama. Da waren wir doch schon oben hier. In dem Bereich waren wir doch schon. Ach, ist das alles kompliziert. Also, naja, so ein bisschen jedenfalls. Wegmarker. Haben wir hier einen Wegmarker? Da, Obstgarten. Der ist nur ein paar Meter entfernt. Das heißt, ich würde mal diesen Wegmarker hier... Wir gehen mal in die Richtung hier entlang und machen unser Lichtchen da an, damit wir hier auf jeden Fall theoretisch, glaube ich, hinreisen können. Ne? Ich glaube, das ist so gemeint, dass wir hier... Genau. So, wir haben unsere Wegmarke Obstgarten hier freigeschalten und ja, jetzt ist mir nur nicht ganz klar, wir gucken mal, was hier so passiert. Das ist, glaube ich, dann irgendein, was ist denn das, ein Händler? Seht ihr diese Truhe? Ein paar Banditen haben Sprengfallen darum verteilt. Der Inhalt muss wirklich spektakulär sein oder sehr geheim. Ich muss es herausfinden. Ich will es auch wissen. Wie komme ich zur Truhe? Eine Ausweichrolle sollte genügen. Ach, wir lernen ausweichen. Ja gut, okay, hätte man drauf kommen können. Okay, genau, los geht's. Wie machen wir eine Rolle? Weicht drohenden Gefahren aus, indem ihr die V-Taste drückt oder eine Bewegungstaste zweimal drückt. Beim Ausweichen seid ihr kurzzeitig unverwundbar. Die gelbe Ausdauerleiste über euren Lebenspunkten leert sich bei jedem Ausweichen, füllt sich aber mit der Zeit wieder auf. Okay, ich muss also hier rein. Gut. V-Taste. Okay, öffnen. Alles nehmen. Mächtige Stiefel. Okay, dann haben wir die Kiste auf jeden Fall. Okay, das war... Okay, ich bin... Scheiße. So, okay. Also mit V kann ich ausweichen. Ich habe mal Doppelklick versucht, aber ja gut, klappt nicht. Helft Cassie auf dem Moorhof. So, da ist die nächste. Also das ist so ein bisschen im Rundlauf hier angeordnet alles und wir können mal, ja, wir gehen mal zu diesem Hof hier. Was haben wir hier noch? Nichts. Das können wir, also den Hinweis können wir eigentlich weghauen, ne? Jetzt gucken wir mal ins Inventar, und zwar würde ich gerne mal wissen, was wir gerade gekriegt haben. Das ist irgendein Käse, plus 2 Kraft und die haben 12 freier Aufwertungsplatz. Okay, die sind also besser als diese. Können wir die... Die sind also scheiße, die können wir schon mal wegmachen. Die sind genauso. Also können wir die eigentlich verkaufen. Das ist plus 3 Kraft. Die können wir auch mal nehmen. Den können wir dann also verkaufen, den Mist. Was ist damit? Präzise Eisenpistole. Winzige Klaue. Boah. Wir brauchen noch so viel Zeug, ne? Lehrlings. Die können wir mal dahin packen. Spinnenbeine, das war's dann auch, ne? Edelstab. Holzstab, geschmeidiger. Die Verwendung von Stab erfordert die Elite-Spezialisierung Druide, Stufe 80. Okay, da weiß ich jetzt nicht, was wir mit dem Ding anfangen. Können wir den eigentlich öffnen? Ausrüsten? Können wir den ausrüsten? Ausrüsten. Ah, da ist er. So, da können wir jetzt irgendwie Sachen reintun, oder was? Dann tun wir mal das da rein. Lederbeutel. Das ist gut. Gut, also wir haben einen Lederbeutel mit irgendeinem Kram drin, den wir erst mit Stufe 80 benutzen können. Die tun wir mal nach da. Die
nicht von eurer Klasse verwendbar. Also das können wir auch verkaufen. Die Sachen weiß ich nicht, was es soll. Seelengebunden, ja gut. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier gucken, was wir zu tun haben. Vorher machen wir es aber so, dass wir den hier mal eben platt machen. Können wir die eigentlich auch abschießen? Ja, können wir. Ist gut. Der bringt uns bestimmt irgendwelche Rohstoffe, die wir theoretisch oder praktisch gebrauchen können. Wir gehen mal hier weiter. Was ist mit dem Häschen? Können wir den auch? Kaninchen? Okay. Was macht der? Oh. Wir haben Kaninchen. Oh. Gezähmter. Könnten wir eigentlich auch abschießen wahrscheinlich, aber naja gut, okay. So, wir sind jetzt hier bei unserer guten Cassie. Helft Cassie auf dem Moorhof und durchsucht das Unterholz nach vermissten Moors, besiegt Banditen und beschafft Nahrungsmittel aus der Banditenwinkelhöhle wieder. Wie kann ich helfen? Erzählt mir von eurem... Banditen, ich werde sehen, was sich machen lässt. Okay, also wir sollen jetzt Moas suchen. Und zwar, ich würde sagen, wir schießen den jetzt einfach erstmal über den Haufen. Also bevor wir jetzt hier mit dem Reden, ne, also Reden ist ja sowieso immer überbewertet. Wir schießen den jetzt einfach mal ab. Genau, so, und wir nehmen alles, Schrottsammler, Schrottgegenstände. Die brauchen wir 3 von 25, das heißt, ist eine Sammelquest und somit, ja, gut, verdächtiger Busch. Untersuchen? Untersuchen. Gut, sehr schön. Alles nehmen, klar, wir beklauen die Leute auch noch und von daher ist gut. Viehzüchter Mepi, den brauchen wir nicht. Wir werden uns jetzt hier vom Busch zu Busch hangeln. So, gucken wir mal, was da drin steckt. Wahrscheinlich auch wieder so ein blöder Bandit. Genau, wussten wir. Auch gut, passt. Dann geht's weiter. Wen können wir den auch? Können wir den platt machen? Ja, Hirsch können wir auch töten. Das ist gut. Bringen die uns Rohstoffe? Nein. Ja. Spitze, ja. Finde ich auch. Mein Bogen ist echt spitze, du Pfeife. Ne? Also, Penner. Gut, verdächtige Büsche brauchen wir. Und goldener Moor, Kaninchen. Was haben wir hier noch? Kaninchen brauchen wir nicht. Fledermaus. Er ist ein Speer. Er war einer. Ich wette, er war einer. So. Den haben wir schon mal umgenietet. Wir haben hier noch einen verdächtigen Busch, ne? Kennen wir ja. Dann so. Da hüpft einer raus, der auf die Nase braucht. So, auf die Glocke, Junge. Okay, passt. Haben wir hier noch? Wer ist sie? Auch irgendeine Speerin. Egal. Wir killen jetzt einfach alles, was uns hier so über den Weg läuft, weil anders funktioniert das hier nicht mit dieser Sammelquest. Ich weiß nicht, wie viel wir hier sammeln müssen noch von den Sachen, aber wir haben da oben den Fortschritt ein Drittel ungefähr haben wir hingekriegt. Kann mir mal einer hier helfen? Tja. Das nenne ich mal Freundschaft, ne? Das sind die wahren Freunde, die einem eben nicht helfen. Und ja gut, wir machen mal hier weiter. Der ist nicht verdächtig. Dann gehen wir in die Höhle, würde ich sagen, oder? Komm, wir trauen uns. Wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Muriel vom Berg. Wir gehen in die Höhle rein und gucken mal, was wir hier finden. So. Banditenwinkel entdeckt, bla bla bla. Schwafel, Schwafel, Schwafel. So. So, Banditen. 10 von 10 haben wir schon. Gut. Können wir mit leben. Den machen wir auch direkt alle.
So, wir haben gestohlenes Futter. Das heißt, wir würden jetzt hier mal das an uns reißen. So, wie viel haben wir denn? So, den plündern wir. Dann nehmen wir hier mal dieses. Und dann haben wir, naja, noch nicht ganz alles zusammen, aber wir sind auf dem Weg. Wir gucken nochmal in die Ecke gleich. Und dann haben wir, genau, das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. So. Gut. Und von daher soll es das in dieser Folge auch gewesen sein. Wir bleiben hier mal so ein bisschen in der Ecke stehen und ich hoffe, dass uns hier keiner... Was machst du? Okay, er ist es gar nicht. Okay. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen bei euch und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt Guild Wars 2. Alter blöder Spruch, aber egal. Schaut einfach euch auf dem Kanal hier von Let's Play for Charity mal um und vielleicht gefällt euch ja das ein oder andere Let's Play von meinen Kolleginnen und Kollegen auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschaußen, euer Smeagol.